Hi. Hi. Was machst du eigentlich diesen Sommer? Hab noch nichts geplant. Wir könnten ja gemeinsam verreisen. Gute Idee. Was hältst du zum Beispiel von Italien? Warum nicht? Wir könnten ja den Zug nach Rom nehmen. Einverstanden. Und wenn wir dort sind, improvisieren wir einfach. Bin dabei. Cool. Yes. Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil von Redemitteln. In diesem Video könnt ihr lernen, wie ihr einen Vorschlag annehmen könnt, wie ihr zusagen könnt, wie ihr eine Idee von einer anderen Person akzeptieren könnt. In diesem Video werden wir uns ein bisschen konzentrieren auf die Intonation und auf den Satzakzent. Das heißt, hier ist die Idee, dass Sie gut hören und auch sprechen. Denn genau fürs Sprechen braucht ihr diese Formulierungen. Also, bis gleich und viel Spaß! Im Intro habt ihr gesehen, wie ich gemeinsam mit Chado eine Reise organisiere. Sie hat meine Ideen gut gefunden, ihr haben meine Ideen gefallen und deshalb hat sie zugesagt und meine Vorschläge angenommen. Und wir hören jetzt noch einmal die Formulierungen, mit denen ich das machen kann. Ich kann sagen, einverstanden. 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 Sie sehen, diese zwei Silben, ein und stann, sind die starken Silben. Also noch einmal, einverstanden. Theoretisch kann ich einverstanden auch als eine Frage formulieren, dann muss ich aber bei der letzten Silbe mit dem Ton höher gehen. Wenn ich es als eine Frage formuliere oder wenn ich es als eine Frage verwende, dann sage ich einverstanden. Alles klar. Kommen wir zum Punkt 2. Warum nicht? Diese Silbe und diese Silbe sind stark, sind betont. Warum nicht? Und Achtung, wenn ich mit der Intonation nach unten gehe, also meine Stimme wird tiefer, dann sage ich, ja, ich will das machen. Warum nicht? Wenn ich mit der Intonation nach oben gehe, dann wird das eine Frage, warum nicht? Aber wenn ich sagen will, okay, ich bin einverstanden, ich bin dabei, dann sage ich, warum nicht? Warum nicht? Nummer 3. Ganz einfach, gute Idee. Gute Idee. Zwei starke Silben. Hören und wiederholen. Gute Idee. Alles klar. Die Nummer 4. Ich bin dabei. Bin bei. Ich bin dabei. Und natürlich übertreibe ich jetzt, aber ich übertreibe, damit du oder damit ihr den Unterschied hören könnt. Ich bin dabei. Und weiter geht's. Die Nummer 5. Nummer 5 ist recht informell und es ist einfach
Los geht's. Los geht's. Zwei Silben, beide Silben sind betont. Los geht's. Hey, hast du Lust, morgen aufs Konzert zu gehen? Und ich sage, los geht's. Ganz simpel. Die Nummer 6. Ein bisschen formeller. Das passt mir gut. Und hier wieder zwei betonte Silben, nämlich das Verb und dieses Adjektiv. Das passt mir gut. Das passt mir gut. Und wir kommen schon zur Nummer 7. Das können wir gerne machen. Hier haben wir drei stärkere Silben. Das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Wieder übertrieben und jetzt intoniere ich es ein bisschen normaler. Das können wir gerne machen. Okay, und zum Abschluss gebe ich Ihnen noch einen Kontext. Welche Vorschläge könnten wir hören, um dann zu sagen, ja, ich bin dabei, einverstanden, warum nicht, gute Idee, los geht's. Du könntest Deutsch mit Martin auf YouTube abonnieren. Einverstanden. Wieso erzählst du nicht deinen Freunden von Deutsch mit Martin? Warum nicht? Du könntest Deutsch mit Martin auf Instagram folgen. Gute Idee. Du könntest ein Patreon von Deutsch mit Martin werden. Los geht's. Wieso druckst du nicht ein Plakat von Deutsch mit Martin und zeigst es deinen Freunden? Ich bin dabei. Du könntest doch eines unserer Videos teilen. Das passt mir gut. Wieso gibst du nicht einen Like oder schreibst einen Kommentar zu diesem Video? Ja, das können wir gerne machen. Okay. Und vergesst bitte nicht, dass es zu jedem Video von uns auch eine Übung gibt. Der Link ist in der Beschreibung. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also von mir, sorry. Nein, ja, sie hier. Tada! Hey! Na, hör auf.